Zack, da lam, da lam, da lam, da. So, was? Was war das denn gerade? Warte, was habe ich denn gerade jetzt gerade gemacht? Strange. Dann willkommen zurück zu Darksiders 2. Und ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wo ich war, aus welcher Richtung ich kam. Ich glaube, ich bin diesen Fahrstuhl... Ja, genau, ich bin hier runtergefahren, so war das, genau. Jetzt war ich nämlich hier unten. Und hier hatte ich eigentlich schon alle Viecher... Genau, ja, jetzt ja, ich erinnere mich. Das Spiel speichert mich sehr akkurat ab, muss ich mal so sagen. Also, das ist genauso, wie ich es verlassen habe. Mal. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich hier in diesem Keller mache, aber das ist überhaupt meine Mission hier, der ganzen Geschichte ist. Alter Schwede. So. Gott. Ich wollte mich gerade wundern, warum ich da so ein komisches Griffsymbol habe. Das ist der typische... Warum stoppt das jetzt hier eigentlich nicht? So ein Spiel wie Darksiders ist doch so ein Spiel, das spielst du 3 Tage lang eigentlich und schon bist du da komplett raus. So, ich glaube mal dieses... Oh, das sieht ja irgendwie so nach Boss aus, dieser große Eisblock. Obwohl, ich hätte ja immer noch Plan B, also falls das hier irgendwie ganz doll schief gehen soll, kann ich ja immer noch meine lustige Chaosform... Ach, herrje. Oha. Warum geht der alleine raus aus seinem... Mann. Der abgesetzte König. Was? Aua. Alter Schwede. Was zur Hölle? Das ging jetzt aber schnell. Der hat mich mit einem Schlag hat er mich aus... Was? Okay, gut. Also ich darf anscheinend diesen Eis nicht zu lange sein, habe ich das Gefühl. Dass es mich mit einem Schlag da umgehauen hat. Na warte, Kollege. Verdammt, der nimmt keinen Schaden. Das kriegen wir aber anders hin. Jetzt hier, warte mal. Ach ja, stimmt, man konnte ja diesen Spiel keine Sequenzen überspringen. Also ging ja vor dem Vorgänger nicht. Seit wann setzt man Könige eigentlich ab? Ich dachte eigentlich immer die, Oder kann ich den sonst? Ja, ich kann den so normal hauen. Das bringt zwar nicht allzu viel, aber ich kann. Theoretisch. Was macht ihr denn da? Ich versuch's einfach mal. Das müsste ja eigentlich hervorragend funktionieren. Ja, gut. Also er nimmt nicht so richtig viel Schaden. Also wird nicht so viel, wie ich gerne hätte. Also dafür, dass ich hier mit der absoluten Gestalt drauf prügel, ist mein Damage... Alter, wo macht der... Warum ist denn der so mächtig, der Typ hier? Verdammt, wenn ich den mit konventionellen Mitteln umhauen soll, dann wird das ewig dauern. Oder kann ich den vielleicht irgendwie... Hat der vielleicht irgendwelche empfindlichen Stellen, wo ich reinballern kann? Oder bin ich einfach noch nicht bereit für ihn hier? Also, ich meine, der macht schon richtig viel krass viel Schaden, der Typ hier. Irgendwie? Ich glaube, ich bin hier falsch, habe ich das Gefühl. Weil das ist... Ich meine, dass ich mit meiner Pistole hier nicht so viel Schaden mache, ist mir ja schon relativ klar, aber dass ich hier mit... Dass ich damit gerade mal 100 Schaden mache, wie lange soll denn das dauern, bis ich den hier umgeprügelt habe? Das ist, Aua! Ich meine, der macht einfach was... Aua! Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. Oh Mann, ey. Der macht 720 Schaden pro Schlag? Ernsthaft? Also... Ich sag, sehe ich nicht, wie ich den Tod kriegen soll. Ich glaube, ich fahre mal ganz schnell wieder nach oben und suche mir eine andere Stelle, wo ich weitermachen kann, weil das scheint mir gerade doch ein bisschen sehr dollerheftig zu sein, was der Typ da mit mir macht. Das ist. Alter, der haut mir auf jeden Fall ganz schön auf den Kopf. Das finde ich nicht gut. Oh, du Witz hier, 720 Stunden. Das ist ja so viel. Ich sehe schon, diese komische Todeswelt hier regt mich total auf, weil ich hier irgendwie nur Stellen habe, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich weiterkomme, beziehungsweise was ich machen soll als nächstes. Weil irgendwie das nicht so einen klaren Pfad gibt, außer dass ich irgendwie ein bisschen was tun soll und da und Dingsbums und überall und generell. Wie komme ich da oben eigentlich ran? Gibt es da irgendeinen Trick? Oder kann ich das einfach greifen? Geht das? Also die Reichweite habe ich natürlich damit auch nicht, aber warte mal. Nee, ja gut. Kann ich vielleicht irgendwie... Nee. Ah, ich habe keine Ahnung, wie das greifen soll. Ich gehe jetzt hier. Ich hau es wieder ab hier. Doofe Höhle. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Weil hier ging es noch tiefer runter. War ich hier unten schon mal? Eigentlich habe ich das Gefühl, dass diese Krypta, so wie sie ist, eigentlich mich nicht weiterbringen wird. Warte mal. War ich hier schon mal ganz unten? Ja, das... Mann. Ich habe mal vergessen, was ich jetzt letztes gemacht habe. Das macht es nicht besser. Ich weiß nur, ich bin beim letzten Mal mich großartig darüber beschwert habe, wie unlogisch das nicht alles ist. Und dass ich eigentlich ganz schnell in die... Wo war ich jetzt hier schon? Oder war ich hier... Okay, hier war ich definitiv noch nicht. Übrigens, die Skelette sind ja eigentlich auch ziemlich widerstandsfähig hier. Level 13? Welches Level habe ich denn eigentlich? Jetzt hätte ich vielleicht mal gucken sollen, welches Level der komische König da hat. Wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Boots! Obwohl, die kriege ich eigentlich relativ locker tot, oder? Also ich meine, diesen komischen König da tot zu tryharden, scheint mir irgendwie halt wirklich nicht die beste Idee zu sein, weil das
Das wird einfach mal ewig dauern, wenn ich das versuche. So, nächste Frau, was ist das hier? Ich bin mir sicher, dass Wulgrim den Schlüssel hat. Und er wird sich nicht so leicht von ihm trennen. Aha, warum hat das hier vier Farben? Also, was bedeutet das? Ja, Wulgrim hat den Schlüssel. Ich wette, der möchte was von mir. Oder Wulgrim, wie immer eigentlich. Abgesetzte König. Dabei werde ich eigentlich nicht fertig. Wer setzt denn bitte schon einen König ab? Wenn er, also man kann gewählte Politiker kann man super absetzen, aber ein König? Also ich glaube, das typische Schicksal für einen König ist, der nicht mehr König ist. Naja, ist irgendwie der Tod. Also, ich glaube, König ist ja eigentlich so eine Lebens... Na gut, vielleicht gibt es ja einen eigentlich im friedlichen Königreich. Ich kann es ja vielleicht mal vorgehen, dass man alt genug wird, dass die Söhne das Geschäft übernehmen. Aber trotzdem ist man ja, ist der alte Mann ja immer noch der König. Es sei denn, dass er wirklich absolut nicht mehr... Obwohl, selbst dann ist er noch der König. Ich weiß gar nicht, ob es da... Nein, ich meine, es gibt keine Möglichkeit, irgendwie aus einer Monarchie wieder auszutreten. Also, aus das ganze Königstum. Man ist immer König. Dauerhaft. Durchgängig. Bis zu seinem Tod. Deswegen werden Könige nicht abgesetzt. Na gut, vielleicht... Obwohl, nee, selbst wenn das Reich eines Königs fällt, hat man dann am Ende immer noch... dann ist es halt ein König ohne Königreich. Aber trotzdem wurde er irgendwann mal gekrönt und das... Oh, Ladevorgang? Ist immer noch nicht passiert. Ach, warte mal, hier war ich da schon mal, oder? Ja, hier war ich schon mal. Gut, also diese komplette Krypta habe ich jetzt anscheinend einmal durchgespielt. Das ist ja schön, aber... Das heißt ja einmal durchgespielt. Der Boss, der irgendwo unten im Keller steht, der ist natürlich noch nicht tot. Aber den kriege ich auch nicht tot. Was nicht, wenn ich hier nicht stundenlang tryharden will und Ewigkeiten ausweichen. Ich hatte eigentlich nicht vor, Dark Souls zu spielen. Also, weil darauf läuft das nämlich hinaus. Aber mich kann der Gegner mit zwei Schlachtplatten machen und ich kann den Gegner mit... Naja, 100 Schlachtplatten machen, wenn es hochkommt. Das ist, es kommt mir genauso vor, wie ich mir Dark Souls vorstelle. Zwei Haaren bis zum geht nicht mehr. Ja, mein komischer Questmarker bringt mich auch nicht wieder. Soll ich jetzt ernsthaft Nebenquests machen, bis ich stark genug bin? Oder was ist der Plan hier? Nimm dies! Verdammt. So richtig viel Schaden machen. Warte, was ist denn das da hinten eigentlich noch von Tor? War ich da schon mal? Hey, hier gibt es ja jede Menge Zeug zu entdecken, aber... Alter, ich könnte ja auch mal einfach mal nachgucken. Was ist denn eigentlich meine aktuelle Mission? Laden. Ich soll... Ja, ich soll die zu Bresche. Ja, da war ich leider schon. Da komme ich nicht weiter. Weil da so eine komischen Platten sind. Ich habe keine Ahnung so richtig, was ich machen soll. Der Fürst der Knochen in Ostgeburt hatte gesagt, dass die Quelle der Seele in die Menschheit wiederherstellen kann, um zu finden muss, bla bla. Der Schmiedehammer, ja, das ist alles in den Schmiedeland, die ganzen Aufgaben. Meine Hauptquest ist halt, töte den ab, ach guck mal hier, für den, ja, töte und, finde und töte den abgesetzten König, ja, soweit war ich auch schon, finde, bis nur so mit finden, soweit war ich, bin, ja, gut, was ist das hier jetzt eigentlich finden? Ach, ich ahne, was das ist. Okay, gut, ich habe nicht geahnt, was das ist. Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich dachte eigentlich, das große Tor, das kann ich von der anderen Seite öffnen, wenn ich wieder auf dem Rückweg zurück bin. Die goldene Arena? Mal ernsthaft, diese Welt hier ist mir ein einzelnes Rätsel. Und das ist hier so Ewigkeiten näht von Hauptmenü bis zu Dings, regt mich auch auf. Oh Gott. Kommt wahrscheinlich durch Stream, aber das ist so stark, dass... Was war denn das hier eigentlich für hinten? Das sieht aus, als wären das riesenlange Schlangen gewesen. Gibt's ja nicht was anderes, außer diese langweiligen Skelettviecher? Ich meine... Aua, hallo? Ich würde gerne reiten, danke. Ne, so richtig toll was zu holen gibt es ja auch nicht, außer jede Menge Sand. Das erinnert mich an die Aschlanden, glaube ich, hießen die in Darkstalas 1. Die waren ähnlich langweilig wie das hier. Da war auch relativ wenig los, sag ich mal. Was sind das hier? Was sind das hier für lustige Wirbel auf dem Boden? Die lassen mich irgendwie... Was ist das hier so? Die machen mich irgendwie stutzig, die Wirbel auf dem Boden. Aha. Aber außer Skelett ist ja echt nicht viel los. Also das ist... Warte mal, was haben wir hier noch Schönes? Ne, noch ein... Achso, die Skelette hauen auf den Boden. Die machen das Geräusch. Ist. Eigentlich kann ich die Viecher auch ignorieren, weil die tun mir ja... Aua, okay, die tun mir doch was. Oh, Jungs. War's das? Nee, einer lebt noch. Hammer ist hinter uns. Prächtig. Scheiße, ich habe 40.000 Gold. Die sollte ich vielleicht doch mal umsetzen. Oh Gott. Nerv nicht rum. Haben wir's dann? Hm. Man scheint es ja nicht sowas wie Unsterbliches zu geben. So, warte mal. Kann ich jetzt irgendwie zwischen den Säulen hier irgendwie hochspringen? Hat das irgendeinen Sinn? Hm. Scheinbar nicht wirklich. Na gut. Dann halt eben nicht. Was soll das hier überhaupt eigentlich alle? Ach, das ist. Ich sollte aufhören, in Dark Souls die Logiken zu hinterfragen. Diese Tür geht nicht auf, oder was? Ach so, diese Querstreben sind anscheinend Tür zu. Das ist ja schön. Wie kriege ich die Tür denn dann auf? Gibt es hier irgendwo vielleicht doch mal einen Hebel oder so? Ja, gut. Ich denke mal, der Hebel müsste genau hier sein. Ist hier irgendwie so ein Geisterhebel, den ich vielleicht nicht sehen kann? Also, Quatsch, ein Geisterhebel, den ich sehen kann, aber nicht bedienen. So rum. So, kann ich hier jetzt endlich. Und ich kenne die Wände nicht mehr hochsprich. Ich dachte vielleicht, hier gibt es irgendwie so ein lustiges Sprungrätsel, aber sieht so aus, als wäre diese Stelle hier einfach nur tot und ich würde hier so oder so nicht weiterkommen. Naja gut, dann reiten wir mal wieder zurück. Und ich überlege mir in der Zwischenzeit, was ich machen kann. Also, den abgesetzten König zu töten war ja auch nicht so übermäßig erfolgreich. Ich muss ehrlich sagen, ich reite hier gerade so ein bisschen im Nichts umher. Also, komplett planlos.
Stirb. Komisches Vieh. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich mittlerweile mal alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die ich hier so habe. Links, rechts, oben, unten. Aber andererseits, ich muss ja nicht bei der anderen Stelle da weiterkommen. Das kann doch nicht so kompliziert sein. War ja bis jetzt in Darkseid noch nie, dass man an irgendwelchen Stellen nicht weiterkam. So, kann ich jetzt eigentlich mit dem Pferd? Ja, ich kann nicht. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist ein super Ort für ein Pferd. Das ist freie Landschaft. Ich finde, hier kann man viel besser reiten. Das ist ja auch eine große Verbesserung eigentlich im Gegensatz zu Darkseid 1, weil da hatte man ja... oh, wie ist das Ding verderben? Wie ist denn dieses dumme Pferd? Es hat auf jeden Fall einen ganz tollen Namen. Und das konnte man so gut wie nie benutzen, weil es eigentlich kein Gebiet außer die Aschlande gab, wo man das hier auch gefunden hat, um das Pferd irgendwie zu benutzen. Ja, schön Spiel, dass du möchtest, dass ich da reingehe, aber ich sehe da leider nicht so viel Sinn drin, weil da drin einfach nicht zu holen ist. Also, so wüsste ich nicht wie. Es sei denn, ich blicke einfach nicht den Trick, wie ich die dummen Beschwerplatten hier machen soll. Aber sonst gibt es hier eigentlich auch nicht viel. Warte mal, ich kann nochmal kurz zurückreiten zum Portal, aber irgendwie... Irgendwie hänge ich hier, ganz ehrlich, das ist mir ein wahres Rätsel, was ich hier machen soll in diesen Aschlanden. Ja, wie jetzt diesen dummen Baum des Todes zurückreiten? Ey, der sieht vor allem übel weit weg aus. Nee, das hat, glaube ich, oder gibt es hier links... Warte mal, hier gibt es noch Ton. Verdammt, wie komme ich da ran? Ich muss ja eigentlich nur auf dieses Podest-Dings hier drauf. Oder warte mal, wo stehen die? Ich dachte, stehen die Truhen unter der Brücke oder wo sind die? So direkt sehen tue ich die nicht, aber die ist hier irgendwo. Wo ist diese dumme Truhe? Ich will die jetzt haben. Warte mal, vielleicht kann ich... Ah, Moment, ich habe einen Plan. Ich kann wahrscheinlich von hier, von der Seite, irgendwie unter der Brücke, oder? Ich meine, es wäre relativ wahrscheinlich, dass es irgendwie so geht, weil... Ich glaube nicht, dass man... Dass die schönen Sachen, die ich hier haben möchte... Ja, lass mal Ruhe. Dass die schönen Sachen, die ich hier haben will... Aua, sag mal. Ganz schön mobil, so ein dummes Skelett hier. So. Das ist noch jemand? Gut. Habe ich keine. 39.990. Ja, gut. Ist so, ja, die Brücke schwebt mehr oder weniger auch in der Luft. Also. Ja, gut. Das scheint mir jetzt nicht so die absolute 0 plus Ultra Lösung zu sein, um da irgendwo an irgendwas ranzukommen. Hätte da hinten der Tempel, da wäre ich. Doch. Komm her. Gut. Alter, 3000. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gibt es hier vielleicht noch eine Möglichkeit? Nö. Ich muss alleine gehen. Nein, musst du nicht, Krieg, verdammt, tot, verdammte Hacke. Wir können hier einfach reiten. Ja, ich reite jetzt trotzdem nochmal durch dieses Tor da hinten durch und gib mich jetzt ja, naja, schwammigen Hoffnung hin, dass ich denn hier irgendwie doch mal weiterkomme. Weil ich einfach beim letzten Mal irgendwas übersehen habe. Oder ich brauche mal dafür irgendeine dumme Fähigkeit und die lag da schon, nur ich bin an den Ding halt vorbeigelaufen und dachte so, naja, später. Und wieso wird es wahrscheinlich gekommen sein? Ich kenne mich doch. Ich übersehe den ganzen Tag so Mist hier. So, jetzt schnell durchrollen, bevor hier die komischen Skills auf die kommen, hinterher zu laufen. Ich habe gar keinen Bock drauf, hier gegen die noch ewig kämpfen. Ach ja, richtig. Oh, fuck. So, gleich direkt mal verkackt. Genau, richtig. Ich habe auch gerade die falsche Fähigkeit ausgerüstet, die habe ich. Ich glaube, ich hätte nicht mal greifen können, wenn ich gewollt hätte. Aber eigentlich... So richtig die Riesenmöglichkeiten habe ich hier auch nicht, wenn ich das so recht sehe. Also das... Ja klar, ich kann hier langkrabbeln und alles gut und schön, aber... Ja, ich sehe hier auch nicht so viele Möglichkeiten. Da unten sind halt wieder diese dummen Platten, wo ich nicht weiß, wie ich da weiterkommen soll. Wenn ich jetzt hier, zack, hier springe. So, das Tor, da müsste ich beide Platten gleichzeitig beschwert kriegen. Ja, wie mache ich das? Ich meine, das, oder kann man auf die Dinger schießen? Naja, okay, gut, aus der Perspektive wahrscheinlich eher nicht so, aber... Ah, tut halt auch so einen schlechten Winkel. Dass er auf einmal nicht nach unten schießen kann. Na gut, dann probiere ich nochmal hier oben hochzulaufen. In der Hoffnung, dass hier irgendwie noch was ist. Wo ging es denn jetzt hier weiter? Ich glaube einfach hochrennen. Ach, das geht immer, ob man das Ding jetzt ausgerüstet hat oder nicht. Das ist gut zu wissen. So, warte mal. Die Dinger machen die... Ja, das gibt aber alles keinen Sinn. Oder kann ich hier wirklich drauf schießen? Na. Nee. Das spontane Raufballern auf Trittbrechern bringt natürlich so rein gar nichts. Ist das eine 3? Ne, ist einfach nur welche Dinger. Verdammte Hacke, was mache ich denn jetzt hier? Ich komme mir beim besten wenig weiter und das Missionsziel verlangt das mehr oder weniger von mir, oder kann ich irgendwie schummeln? Ne, jetzt hier erstmal auch nicht. Also irgendwie das... Ich weiß nicht so richtig, was das Spiel an dieser Stelle hier von mir will, wie ich hier weiterkommen soll. Ich bin echt nah dran, das hier einfach zu googeln, weil ich beim besten Willen nicht sehe, was ich hier tun soll. Kann ich hier irgendwie rumballern? Nee, auch nicht. Es bringt irgendwie alles nichts. Kein Stück eigentlich. Ja.
Und eigentlich muss ich ja hier weiter, aber... Oder warte mal, kann ich das einfach machen? Oh. Oh. Ich kann das einfach machen. Und ich dachte, ich muss da irgendwas drauflegen, damit das nicht... Ja, und was ist... Oha. Oha, noch mehr Skelette. Ja, das erklärt zumindest einen. Das habe ich mir beim letzten Mal richtig doof angestellt. Nehmt dies. Aber warte mal, Jungs, ich habe da eine super Überraschung für euch. Ernte! Und nochmal, weil es gerade so beim ersten Mal schon so schön war. Nochmal, ja, alter Schwede. Putz und... Ernte! Ach, herrlich. Ernte ist eine klasse Fähigkeit. Jungs, kommt mal alle ran hier. Und, ja, und... Scheiße! Verdammt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich dafür auch... Dass ich dafür auch das Zeug brauche, was ich natürlich wie immer nicht habe. Ich glaube, Zornleiche ist das, aber... Boah, die haben mich tatsächlich gehauen. Gut. So, Jungs, jetzt aber jetzt hier. Kann ich doch... Kommt mal her. Na. Und... Ernte! Ich muss dafür dringend mal den Shortcut raussuchen. Dazu müssen wir mal gucken, wie das geht. Es kann ja nicht sein, dass ich hier jedes Mal mit einem Kreismenü machen. Das unterbricht ja irgendwie ein bisschen den Spielfluss. Minimal, möchte ich fast sagen. Mighty Wizard. Ja, grüß dich. So, ist das das letzte Skelett? Nein, verdammt. Das reicht mir aus. Warum tut es denn sowas? Rexy, stopp. 41 Schaden nur. Ich würde gerne die Knifte mal ausbauen. Das ist... Ich bin mit 41 Schaden pro Schuss bin ich noch nicht richtig zufrieden. Also... Weiß nicht, irgendwie. Mhm. Was ist das jetzt hier? Ist das jetzt einfach nur so ein... Wofür ist das Teil da gut? Beim besten Willen. Also, was soll dieses mitten im Raum hängende Teil mir symbolisieren? Das, ja, okay, der Vogel möchte, dass ich da lang gehe, dann gehe ich natürlich hier lang. Einfach, weil die andere Richtung immer cooler ist. Und wahrscheinlich, weil ich hier sowieso nur 3 Meter weit komme, dann mehr oder weniger scheitere. Ah, schon wieder Wurfzeug und... Ich habe ja schon eine Idee, was ich machen muss, dass das Wurfdings da nicht umsonst liegt. What? What? Ah, ich habe eine Ahnung, ja. Ich weiß ziemlich sicher, was ich tun muss. Und dann kann ich das von hier aus... Ne, ich kann das von hier aus gar nicht sehen. Hm? Aha. Ja, aber das macht ja einfach mal... Das sieht jetzt die Brücke... Ach so! Ach, jetzt ist die Brücke da hinten. Ja, dann... Dann? Warte, Moment. Kann ich ihn hier hinkrabbeln? Nee. Zack. Also ich habe eine Ahnung, was ich tun muss. Außer die Truhen hier abzuräumen. Was da... Oh, gibt's die Portalkanone wieder? Gibt's jetzt irgendeinen Kommentar? Nee, das ist falsch runter. Ich denke mal, es gibt die Portalkanone wieder, was ich irgendwo auf der anderen Seite auch nochmal sehe. Noch mehr Zeug. Ich müsste eigentlich gleich mal direkt mal meine Ausrüstung angucken, ob hier irgendwas Tolles liegt. Was? Dies ist die beste Strom? Oh Mann. Ah, das passiert, wenn man das versucht zu... was tue ich? Aua! Das passiert, wenn englischsprachige Leute das versuchen zu übersetzen. Aber jetzt müsste ich ja nicht wieder Englisch reden, warte mal, das ist ja... Let's Play in Englisch ist ja auch so eine Sache, die ich mir immer mal wieder vorgenommen habe. Besonders nicht vorgenommen, aber ich habe mal überlegt, das zu tun, immer und immer und immer wieder, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. So, warte mal, jetzt hier erstmal so. Explodiert das Ding eigentlich von alleine? Oder muss ich das erst triggern? Nee, ich muss anscheinend drum triggern. Oh, am besten will nicht. Weil das wäre jetzt eigentlich mein super toll. Ach, guck mal, da hinten ist so eine... Ah, da hinten ist so eine Kiste mit so einem Fähigkeitenteil drin. Und ich ahne, dass ich das hier ganz dringend brauchen werde. Moment mal. Ach ja, das Ding klebt da noch dran. Ne? Ah, dann... Aber die Dinger sind dauerhaft. Ja, dann kann ich doch einfach hier... Kann ich hier nicht irgendwie einen Weg lang kleben? Das ist aber auch eigentlich ein Ergebnis der Verderbnis hier, das Zeug, oder? So wie es jemals aussieht. Aber ich weiß gar nicht, komme ich denn überhaupt zurück, wenn ich das jetzt so mache? Weil das... Aber wahrscheinlich krieg ich sowieso jetzt gleich Flügel und was anderes, was mir enorm hilft bei, in solchen Fällen. So, meine Freunde. Ja, echt schlecht zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Verdammt! Kann aber nicht warten, Schwein. Also ich sehe, dass die Dinger da sind, aber... Mano! Ich bin echt zu doof, die Teile zu treffen. Ah, verflucht. Ah...
Aber das Ding klebt da noch. Ja, die sind einfach zu niedrig. Müsste ich die ein bisschen höher hängen hier, warte mal. So, jetzt aber hier. Achso, jetzt ist der andere Ding. Ist das Ding wieder weg? So, warte mal jetzt hier. Das Ding daran. Dann müsste ich aber auf jeden Fall in der Lage sein, das aus der Entfernung treffen zu können. Und wie, es geht in Wirklichkeit ganz einfach und ich mache mir das nur unnötig kompliziert. Dann rege ich mich jetzt minimal auf. Aber eigentlich sollte das klappen, so wie ich mir das vorstelle. Hoffe ich zumindest. So, jetzt hier, warte mal hier. Das, guck mal. Also, wie das mit der Kettenreaktion hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder? Nee, das hat so gar nicht funktioniert. Ach, Manno!